Hi, hören Sie mich? Ich hoffe, dieses Mal wird alles gut und wir haben wirklich gut vorbereitet. Hi. Schick mir eine Hand, wenn Sie mich gut hören. In den Chat. So komisch. Ja, ah, oh, I am in life. Okay, hi. Frohe Ostern. Hallo. Hallo. Ja, ich glaube, wir warten ein bisschen und ich bin heute nicht allein. Julia ist, unterstützt mich wie Moderatorin und sie wird auch alle eure Fragen mir lesen, weil wenn ich male, ich bin so konzentriert und dann gehe ich aus meinem Flow. Painting for, sozusagen. Hi, hi. Hi. Wie geht's euch? Wie geht's eurer Feiertag? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, vielleicht es war eine falsche Zeit, weil viele machen viel mit Familie und für mich und für uns es ist ein neues Fest, weil wir haben das in Russland nicht gefeiert und ich eigentlich weiß nicht, wie es feiern deutsche Leute. Du kannst ein bisschen erzählen, Julia. Für mich auch. Ich weiß da auch nicht so viel drüber. Nein, es ist ein christlicher Feiertag. Aber Kinder müssen heute Eis und Schokolade finden, oder? Mein Kind ist noch so klein, das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube am Sonntag. Am Sonntag, gut. Weil ich war so heute. Hi, hi. Ich glaube, wir warten ein bisschen und fangen wir an, weil nicht alle sind noch da und ja, wir wollen das. Und sehr gern. Und ihr werdet haben etwas morgen zu posten oder schenken. Ja, ich glaube, jetzt diese Zeit alles geht um Posten. Was kann ich malen, in Instagram zu posten? Ja. Ich hatte sowas auch früher, aber jetzt ich bin ein bisschen ruhiger geworden mit Instagram und was soll ich posten. Hi. Ja, ich finde es super, dass es heute ist. Alle sind daheim. Super, ich freue mich auch. Heute ist Ruhetag, okay. Ja, ich bin auch so. Ja, bei mir Freitag ist immer auch so, nicht so viel zu tun, weil Sonntag und Samstag, wir planen viel mit Familie. Ja. Hello from Argentina. I don't speak the language, but I'm here for fun. Can't wait to see all of your projects after the class. Hi, hi from Argentina. Yeah, today is German and thank you that you are anyway being here. And by the way, German language is beautiful and you can make it something. Yeah, ich ehrlich gesagt am Anfang habe gedacht, dass es so komplizierte Sprache ist. Es ist kompliziert, aber es ist nicht so hart. Es klingt schön, wenn du kennst das. Es ist immer diese, in Russland Leute immer machen Spaß auf deutsche Sprache, weil es so hart ist. Aber wenn ich höre Laterne, Laterne, ich denke, es ist überhaupt nicht hart. Und meine Kinder sprechen Deutsch wie Muttersprache und das ist für mich jetzt wirklich so eine schöne Sprache. Me too, I don't know the language, but I'm here for your art. Hi, hi. Hallo, hallo zusammen. Ich glaube, alle sind schon hier und eigentlich es ist überhaupt nichts Schwieriges, was wir heute würden malen. Und ich habe übrigens Eier gemalt, damit wir so sehen. Seht ihr das? Sehr schön. Sie sind so breit und sie sind mit Aquarell gemalt. Es ist so nicht zum Essen und sie sind schon hier. 2 Wochen. Ich glaube, ich muss sie wegschmeißen, weil, aber ich wollte sie lassen für diesen Livestream. Ja,
Добрый вечер. He is also someone who speaks Russian. Meine Tochter macht auch mit. Yeah, gut. Wie alt ist deine Tochter? Mein Deutsch ist super. Okay. Mein Deutsch braucht wirklich viel Übung. Und ja, das ist auch ein großer Vorteil für mich, wenn ich Livestream mache, weil es hilft mir, ein bisschen frei zu sprechen. Und übrigens, Julia, jetzt sind schon viele Leute hier. Ja. Jetzt haben Sie Julias Stimme gehört, weil sie macht Deutsch Voice-Over. Und ja, sie unterstützt uns immer. Sie ist unsere Community-Voice. Wenn jemand antwortet, manchmal antworte ich bei Art Hustle, aber meistens ist es Julia. Und heute sie wird auch eure Kommentare mir zu lesen. Ja. Guten Abend nochmal an alle. Ja. Hallo, guten Abend. Dies ist mein erster Livestream zur Aquarelltechnik. Ich freue mich sehr. Ja, es ist gut, weil eigentlich, ja, eigentlich würde heute ich nicht nur über Eier sprechen, sondern auch ich zeige euch eine so Basic Technik und wie kann ihr entscheiden, welche zu wählen, weil eigentlich, habe ich das zweimal gesagt, Eier zu malen, es ist nicht so schwierig, aber die schön malen, so interessant zu malen und mit Tiefe, zum Beispiel hier, kann man sehen, dass, es ist ein einfaches Motiv. Ich habe das ohne Vorzeichnung gemalt, aber weil du wirklich richtige Farbe und Tonfarbe benutzt, es sieht so eine, wie eine coole Illustration, obwohl es ist nichts Besonderes ist. Ja, und ich wollte sagen, bleib bei till the end auf Deutsch, Julia. Bis Ende, ja. Ihr müsst bis Ende bleiben. Ich würde auch danach erzählen über meinen neuen Online-Kurs, wo ich bringe, es ist eigentlich nicht für Anfänger, aber für diejenigen, die schon ein Jahr malen und wollen ein bisschen in andere Niveau gehen. Aber ich erzähle das später. Erstmal wir malen. Und auch, es gibt ein kleines Geschenk von mir, wenn ihr postet, wie immer. Es ist eine Tradition bei Art Hustle nach dem Livestream. Wir machen eine kleine Verlosung. Eigentlich nicht klein. Immer schöne Sachen wie Pinsel, meine Lieblingspinsel von Da Vinci. Und ja, so, bleibt bis Ende. Es wird schön. Und Wir haben ja schon ein paar Fragen. Zum einen, in welchem Format du malst, ob Hoch- oder Querformat? Ich würde Querformat malen. Mhm. Dann, und ob der... Ja, und das ist für Übungen. Dann switche ich meine Kamera. Ja. Und ob der Livestream gespeichert wird? Das muss mein Mann wissen. Islam, du schaust uns, erzähl uns bitte. Speichern wir das oder nicht, weil es ist für uns auch eine neue Plattform. Wir machen dieses Streaming bei YouTube und ich weiß nicht, wie es geht hier. Erstmal, ich erzähle über Materialien, die wir heute benötigen. Und eigentlich, ihr könnt auch mit alle anderen Farben malen. Es geht nicht jetzt über die Farben, welche Farben ihr braucht. Hauptsache, wir haben eine helle Farbe und eine dunkle, die uns hilft, diese Farbton dunkel zu machen. Und das lasse ich hier. Ja. Seht ihr gut? Das Licht ist gut und ihr seht meinen Tisch ganz gut. Sagt uns Bescheid, wenn etwas nicht, wenn ihr etwas nicht gut seht. Ja, so. Farbenauswahl ist free. Ihr könnt meine nehmen oder auch wir können das Rot malen oder Orange oder Grün. Ich finde einfach, es ist eine schöne Kombination, wenn wir auch so Braun haben und auch mein Lieblingscolor natürlich. Ja, weil ich immer denke über Hintergrund und über die Farbe, die ich benutze, damit sie immer mit einem anderen
gut passen. So. Über die Pinsel. Eigentlich ja, ich habe relativ großes Format für kleine Illustrationen, aber ich würde nur hier malen und ich lasse alles hier frei. Ich würde nicht alles bedecken mit Farben. Ich möchte, dass so ein bisschen wie ein Sketch und sehr einfach und leicht aussieht. Und für größere Fläche, ich habe diese Pinsel, Da Vinci 16 Petit Gris Mix. Das ist auch eine Naturhaare mit Mix mit Synthetik. Ich liebe diese Pinsel und ich weiß, dass es so viele Fragen gibt bei Instagram, welche Pinsel ich benutze wegen meinen Reels. Ich erzähle immer, aber es ist schon, ich glaube, ich muss irgendwo das speichern, welche Pinsel ich benutze, weil eigentlich ist es immer die gleiche Pinsel. Das ist Mix B2, Da Vinci und das ist die gleiche, aber große 12. Ich weiß nicht, ob wir das heute benutzen würden. Das ist Casaneo Liner. Das ist hier. So. Sehr gut für Linien und haltet viel Wasser und könnt ihr sehr lange Linie ziehen. Okay, über Farbe, wir würden heute malen mit Burnt Sienna. Das ist hier, ist mein Burnt Sienna. Ein bisschen Orange. Ich habe immer die gleiche Farbpalette und in meiner alle Online-Kursen, ich immer kapiere die alte und lege in neue Kurs, weil ich benutze immer die gleiche Farben und ich finde, sie sind immer so harmonisch zusammen. Ja, okay. Ja, hier, wenn ich etwas nehme und nicht nenne, vielleicht könnt ihr das erinnern, dass Burnt Sienna hier ist, von Magella. Das ist ein bisschen anders als diese Burnt Sienna, weil es ist mehr gebrannt, sehr breit und aus. Wenn du mischst das mit Ultramarin, gibt es so schöne granulierte Effekte. Das würde ich heute benutzen für Zweige. Zweige? Ist es das richtig, Julia? Ja, das Nest ist aus Zweigen. Ja, das Nest aus Zweigen. Okay. Das ist Orange von Daniel Smith. Pure Orange. Das ist Pure Orange. Raw Sienna, Natur Sienna, Aureorin. Das ist kaltes Gelb. Das ist Turquoise Color. Das ist ein bisschen gemischt mit schon mit Pena Gray, aber so es ist so dreckig, aber Entschuldigung, es ist meine Palette, sieht immer so aus. Es ist immer, tut mir leid, immer es zu waschen, weil ich denke, so viele Farben sind schon hier und ich kann sie benutzen. Das ist Ultramarin Blau. Das ist Helio Turquoise Color, diese Turquoise Color, die ich auch sehr liebe, von Schminke. Und das ist Burnt Sienna von Daniel Smith. Eigentlich das war's. Und wir machen jetzt kleine Übungen. Und wie viele Anfänger sind hier in diesem Livestream? Ich möchte wissen, wie lange sind hier Leute, die kürzer als 3 Monate malen oder 4 Monate malen, obwohl es ist auch nicht richtige Definition. Vielleicht, wie kann man verstehen, ob jemand Anfänger ist oder nicht? Weil ich glaube, kann man auch in 3 Monaten so viel malen, dass er ist überhaupt nicht Anfänger mehr. Und deswegen, wer denkt, dass er ist Anfänger? Hände hoch und in Kommentar, weil ich möchte wissen, ob es macht Sinn, dass ich es jetzt zeige. Ja. Bisher 2. Okay, hi. Ja, Leute, die malen, sie sind sehr selbstkritisch und ich glaube euch nicht. Deshalb. Leute sagen, ich bin Anfänger, aber dann malen sie so schön
und von erstem Mal und ich denke, wow, Anfänge, hi. Ja, ein paar melden sich, aber ich glaube auch. Ja, meine die Übergänge auch. Sind auch fließend. Oh, 2 Monate, okay, so viele. Ich male erst 1 Monat mit Aquarell, wow. Seit 1 Jahr, Anfänger. Vorgeschrieben, Anfänger. Okay, gut, dann jetzt erzähle ich euch über diese Techniken. Ich glaube, ihr weißt schon viel. ihr wisst schon viel, aber ich möchte euch erzählen, wie könnt ihr ein paar Fehler vermeiden. Ich möchte nicht die gleichen Übungen, die ihr überall findet. Bei YouTube, es gibt viele Watercolor-Technik, Wet-on-Wet, Dry-on-Wet und sowas. Aber was ich heute zeigen will, es ist ein bisschen etwas anderes. Und weil viele Leute auch fragen, wie kann ich diese Dreck vermeiden in Aquarell? Und ich habe selbst auch gedacht, dass diese Dreck geht. Nein, ich würde mit Rot wegmalen. Oder nein, male ich mit dieser Farbe. Viele denken, dass Dreck in Aquarell geht, weil du mischst nicht richtige Farbe zusammen. Aber eigentlich nicht. Und ich zeige euch erstmal, ich male in einem richtigen Dreck sozusagen. Ich nehme so eine transparente Mischung und ich würde diese Eierform versuchen zu wiederholen. Und jetzt, ich habe so eine wirklich mit sehr nasse Mischung, transparent, das gemalt und jetzt mit sauberem Pinsel, so ein bisschen weg, ich verwasche diese Kante. Kannst du gleich die Palette bitte ein bisschen höher schieben? Ah ja, okay. Und ich glaube, ich kann auch die Kamera ein bisschen untermachen, oder? Was denkt ihr? So ist besser, oder? Okay. Ich sehe es noch nicht, aber gleich. Und jetzt, ich nehme ein bisschen dunkle Farbe. Und wenn ich schon in nasse Verlauf etwas Neues geben würde, dann nehme ich ein bisschen dickere Mischung. So, es gibt hier nicht so viel Wasser wie früher. Und jetzt gehe ich auf diese Seite und ich beobachte, ob meine Mischung noch nass, meine Verlauf schon hier nass ist. Und so einfach in 2 Schichten, wir können eine, wie sagt man, Volume auf Deutsch ist Volumen. So, Volumen angeben. Und auch wir haben hier eine harte Kante, eine weiche Kante. Wir haben auch eine helle Ton, auch dunkle Ton. Und kann man auch wirklich lange hier arbeiten und noch ein bisschen mehr Farbe hinzugeben hier. Aber ich würde gerne jetzt mehr über die Fälle sprechen, die Anfänger machen. Jetzt mache ich eigentlich das Gleiche. Erstmal, was machen Anfänger? Sie wählen auch nicht die richtigen Pinsel. Zum Beispiel, viele denken, okay, diese Eier ist so klein und nehme ich einen kleinen Pinsel, weil ich muss alles genau malen. So, als ich auch so vor vielleicht vor 2 Jahren habe ich auch einen Rahmen gehabt hier. Wenn ich auch eine einfache Form gemalt habe, ich habe auch mit Bleistift gemalt, eine Form für mich. Aber eigentlich, ich glaube, das beschränkt uns, wenn wir diese Form haben, dann müssen wir immer denken, dass wir diese Form bedecken müssen.
Und wenn wir zum Beispiel aufnehmen, kleinen Pinsel, es klingt komisch, ihr vielleicht denkt, wer nimmt kleinen Pinsel, aber wenn ich habe diese Präsentunterricht gegeben, ich habe gesehen, dass viele Leute wirklich nehmen falsche Pinsel und das ist eine große Fehler, weil du verlierst Zeit. Und jetzt zum Beispiel, ich versuche mit diesem kleinen Pinsel die Decken genau, dann muss ich nochmal gehen und nochmal. Oder du lässt das auch, du vergisst auch, diese Highlights zu lassen. Und Anfänger macht viele vorsichtige kleine Bewegungen. Versucht wirklich einen großen Pinsel und einfach so zack, zack. Und keine Angst, es ist nur eine kleine Papier, die ihr kann kaputt machen. Ja, eigentlich nichts mehr. Ja, jetzt was machen auch Anfänger. Ihr wollt das hier ein bisschen dunkler machen. Oder ihr habt vergessen, diese weiße Blick zu weiße Blick Highlights zu lassen. Nicht in die richtige Zeit. Das Abwischen ist auch ein Fehler. Und es sieht immer nicht so wirklich schön aus, wenn wir das erstmal abwischen und dann gehen und geben sehr viel Wasser. Nehmen andere Farbe, aber ein bisschen Wasser. Jetzt zum Beispiel, ich nehme das und dann fange ich an schon trocken. Eigentlich ist es für mich schwer, ich zu malen, wie muss man nicht malen. Es ist Habits, also diese Gewöhnlichkeit, wenn du musst diese Pinsel abwaschen und ich denke immer, okay, ich muss jetzt zeigen, wie muss man nicht und nehmen viel Wasser und das abwaschen, aber ich mache das einfach so unconscious, so mehrmals. Ja, und dann machen sie viel hier, versuchen das alles korrigieren und dann bekommen wir diese Dreck, obwohl wir haben zwei Farben benutzt, die eigentlich gut zusammen müsste mischen. Und da die Papier ist gut, das ist Cotton-Papier. Ich weiß nicht, ob sie eher das sieht oder nicht. Und eigentlich sehen Fehler ist auch eine Fähigkeit, die ihr müsst auch bearbeiten. Es kommt mit Zeit. Ja, das ist eigentlich, wie wir heute machen. Wir machen das wirklich sehr frei und schnell und ohne Angst. Und das lassen wir. Aber diese Phase muss man auch haben. Das ist, jeder hat diese Phase, wenn wir vorsichtig etwas malen. Aber bitte nicht lange hier bleiben. Immer für euch selbst große Herausforderungen stellen und dann versuchen wieder und wieder, bis es wirklich geht. Ja, das mache ich immer. Ich habe jetzt letzte Zeit gesagt mir, ich male ohne Vorzeichnen eine Laterne. Und ich habe, ich glaube, 10 Stück gemalt und 11. war okay. Ja, nicht, ich bin noch nicht zufrieden. Ja, so über Techniken auch nochmal. Wir können eigentlich nur eine Fläche nass machen und dann mit Farbe gehen. Es gibt so viele Wege, es zu machen. Kann man so machen und dann wieder gehen und auch dunkler machen, dass es ein bisschen so weich läuft und nicht miteinander. Aber ich bin Fan, wenn wir etwas Kleines malen, was du mit einem Pinsel bedecken kannst, mit einer Bewegung, dann braucht ihr das nicht. Dann habt ihr Kontrolle und ihr habt genug Zeit, das nur einfach mit einem Strich diese Eier zu malen. So.
und dann mit sauberen Pinsel hier waschen. Versucht das mit kleinen, vielleicht jetzt könnt ihr schon versuchen, weil das passt, wenn wir haben wirklich eine große Fläche hier, so komplizierte Fläche, wo wir hier gehen müssen oder hier, dann könnt ihr das vorher vorbereiten und nass machen, aber in sowas Kleines brauchen wir das nicht. Und das ist auch diese analytische Gedanken, welche Techniken ich jetzt wähle und was ich machen würde. Ihr müsst das vorher schon wissen und vorher schon bearbeiten. Nicht, wenn ihr schon sehr schöne Zeichnungen sehr sauber gezeichnet habt für eine halbe Stunde oder manchmal eine Stunde braucht man eine gute Zeichnung, Vorzeichnung zu machen. Und dann weiß ihr nicht, welche Techniken ihr braucht. Und auch ihr habt Angst, das kaputt zu machen. Zum Beispiel, ich habe vor 2 Tagen wirklich geweint, weil ich habe so ein schönes Zeichnen gemacht und ich habe etwas durch, ja, es, ich habe etwas Falsches gemacht. Ich mache das aus. Und es tut so leid, dass ich einfach so viel Zeit verloren habe. Ja, dann hat meine Tochter gekommen und hat gesagt, warte Mama, nicht weinen, ich helfe dir. Und sie hat das komplett gearbeitet und hat gesagt, siehst du, wie schön es aussieht jetzt. So müssen wir auch, ich glaube, denken, die Kinder. Ja. Fragen? Ja. Ob es einen Trick gibt, dass die Farbe auf der Palette nicht so zusammenläuft? Nein. benutzen, würde ich jetzt sagen. Ja, so immer bei mir, die Farben mischen zusammen und sie laufen hier. Ihr seht diese schwarze Drecke, sagt man, Fleck hier. Aber bei mir, ich mag, wenn sie mischen zusammen. Es gibt so wenige Fälle bei mir, wenn ich brauche das nicht. Die Farben müssen miteinander wirklich arbeiten und dann das Bild sieht mehr harmonischer. Aber es gibt andere Paletten, die schon getrennt sind. Dann ist es einfacher. Ihr einfach mischt in einer Fläche und die helle Farbe hier zum Beispiel. Hm. Noch Frage? Ich würde heute sowieso zeichnen, diese Vorzeichnung machen. Weil es gibt auch viele Anfänger. Ja. Okay, ich überlege über die Kompositionen. Zum Liner-Pinsel war noch eine Frage, welche Nummer das ist. Welche war das? Diese kleine oder die große? Ich bin mir nicht sicher. Du hattest nicht mitgemalt. Vielleicht fragen Sie nochmal, wenn wir das, wenn wir weiter. Liebe Angelika, welchen Pinsel meintest du? Den von Da Vinci mit der feinen Spitze, der hinten auch dicker ist, oder den kleinen, mit dem sie das Ei gemalt hat? Ja. Wir warten. Okay, nochmal zur Palette. Gefragt war, die Farbe perlt auf den Kunststoffpaletten ab, ob es da einen Trick gibt. Tanja sagte schon mit Spülmittel. Ich weiß nicht, das meine ist so ein einfaches vom Kunststoff, 2 Euro kostet und eigentlich, ich wasche das auch nicht. Deswegen, ich kann nicht beantworten diese Frage, sorry. Okay, gemeint war der mit der französischen Bindung. Also nicht der Leine. Okay, das ist Nummer 6. Nummer 6. Aber ich habe viele verschiedene. Die große hängt ab, welche Format du machst. Zum Beispiel, wenn du 60 cm machst, natürlich brauchst du ein bisschen größere. Ich habe auch hier die 10, Nummer 10. Immer über Format denken, wenn ihr diese Pinsel wählt. Dann jetzt eine lege ich ein bisschen weiter von dieser und sehr nah zu dieser Reihe.
So, ich muss nicht erklären, wie wir Eier malen. Jeder kennt Eierform, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich muss nicht das erzählen. Und wie gesagt, hier, ich habe überhaupt keine Vorzeichnung gemacht, aber heute möchte ich das tun. Und es wurde auch noch gefragt, womit du abgedunkelt hast. Ob es Indigo war, ich glaube Paints Gray. Ja, du weißt schon viel, weil du hast alle meine Kurse übersetzt. Ja, übrigens in meinen Kursen, es gibt ein gutes Deutsch, weil ich traue mir nicht auch, so, wenn ich auch etwas verkaufe, ich glaube, es muss wirklich gut sein und ich mache mir immer viel Sorgen und Gedanken und es dauert immer ewig, weil so, erstmal, ich habe versucht, selbst aufzunehmen mit diesen Subtitles. Und jetzt hilft Julia. Ja, so, es gibt dort gutes Deutsch. Oh, Sally ist hier. Sally möchte reinkommen. Ich lasse sie rein. So. Die Pinselfragen werde ich noch stellen, wenn sie gleich zurück ist. Ja, welche? Die Flachpinsel, die neben dir liegen. Welche Serie das ist? Serie, oh mein Gott. Ich habe es irgendwo geschrieben. Ich glaube, die stehen in Beschreibung. Kann ich das danach irgendwo antworten? Bestimmt. Ich habe vergessen, die Serie. Aber das ist diese Petit Gris Mix, das heißt. Hier steht Gris Mix. Ja. Okay. Ich glaube, das reicht, diese kleine... Ja, der kleine Gries. Ja. Okay. Dann, ich möchte das ein bisschen sauber machen. Und wir malen. Wir fangen an mit... So, ich schlage vor, ein Eier malen wir in meine Technik, andere malen wir in Beton-Wet und andere malen wir mit dieser Lasierung. Was denkt ihr? Wir schauen auch danach, welche Eier uns am besten passt. Am besten gefällt, oder? Am besten gefällt. Okay, erstmal meine mache ich jetzt. Obwohl sie blau sind und ich habe hier auch irgendwo grün und auch hier braun, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ich hier mehrmals versuche immer wiederholen, die Farben, die ich schon benutzt habe. Ja, ich nehme Heliotropol Color und das ist sehr leichte Mischung. Sally. Okay. So. Das Papier ist 100% Cotton von Hanni Mülle. The Collection. Ja, glaube so heißt das. So. Ich habe und das die Palette bedeckt. Ist eine 2-Euro-Palette von keiner Firma. Ja, so, ich habe einfach das bedeckt mit Heliotropol Color und jetzt ist es noch nass und ich möchte ein bisschen so grün geben hier, so wie ein Reflex. Kannst du mit der Kamera bitte einmal kurz weiter runtergehen, damit die Leute sehen, was um die Eier herum gezeichnet ist? Oh. Vielleicht lasse ich auch so. Bei mir dauert es ein bisschen, bis ich das Bild sehe. So, ich habe hier grün ein bisschen gegeben und ich möchte auch ein bisschen rot. Das ist Alizarin. Und ich gehe hier, ich glaube, rein.
Dieser Kontrast zwischen kaltes und warmes Farben macht immer ein schönes Effekt. Und jetzt, ich gehe wirklich in dunkle Farben. Ich nehme Helium mit Lena Gray. Und ich gehe nicht genau zu Kant, und ich bleibe ein bisschen hier, weil es ist ein Reflex. Es bleibt immer ein Reflex, ein helles Reflex hier. Welche Nummer hat der Pinsel, den du in der Hand hast? Zwei. Die Leute sind interessant. Ich glaube, ich würde die Fragen über Pinsel immer beantworten. Übrigens, mein Verlauf ist jetzt getrocknet. Eigentlich musste es nicht, aber ich habe, ich glaube, viel Zeit verloren mit Kamera, und eigentlich musste nicht so sein. Und ihr auch, wenn ihr malt, nicht so viel warten, sofort reinlegen, die Farben. Sonst wir bekommen nicht diese schöne Weiße. Ja, schon laufen Kante. So, ihr könnt sehen, ich habe hier diese grünen Reflex gelassen, obwohl ich habe keine Referenz. Ich weiß nicht, ich denke einfach, es könnte so sein hier. Okay, jetzt lasse ich das schon, weil es ist schon trocknet ist, und es ist wichtig, dass wir nicht reingehen, wenn wir sehen, dass dieser Verlauf ist schon trocknet. Es macht nur diesen Cauliflower-Effekt auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie kann ich das beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Okay, jetzt malen wir das in nass. Das bedeutet, ich mache das nass hier vorher. Ich lasse eigentlich. Das Ei soll eigentlich noch nass sein? Ja. Ich beantworte gerade die Frage kurz. Und welcher Blauton das ist? Heliotürkoi. Heliotürkis, genau. Heliotürkis Color und Pena Gray. Aber grün, ich habe gemacht mit Aureolin. Und jetzt, ich habe ein Highlight gelassen, und diese Fläche ist komplett nass. Und ich nehme diese Heliotürkis Color wieder. Und ich überlege, ob die zum Beispiel jetzt, weil Highlights hier ist, und ich denke, das Licht kommt von dieser Seite so. Und hier wird dunkel. Ein bisschen grün hier. So, aber hier ist unser Highlight und Licht. Und ich würde auch hier ein bisschen grün machen. Und hier ein bisschen rot. Das ist Alizarin. Noch mehr. Penegrau. Weil es ist vorher, wir haben das nass gemacht, wir haben mehr Zeit jetzt mit Farbe zu spielen und schieben, wo wir wollen.
Das mag ich mehr. jetzt malen wir das hier mit Schichten, die ich schon erzählt habe. Lasse ich auch hier einen Highlight. Diese Highlights lasse ich auch so mit die wiederholt die Form von Ei. Das ist eine Sphäre und ich denke einfach, das muss so aussehen. Mhm. Und jetzt müssen wir es trocknen lassen. Und wenn es trocknet, dann fangen wir an mit Schichten zu malen. Ja. Okay. Ja, welches Grün das war? Das es, bei dem oberen. Es ist kein Grün, es ist Aureolin, die gelbe Farbe. Aber wenn ich das in meine Palette schon. So, ich habe schon hier diese meine blaue Farbe, aber nur wenn ich nehme diese gelbe Farbe, dann es wird automatisch grün. Und das bedeutet, ich habe schon alle Farben, die ich verwende, in meine, auf meine Palette. So, es, ich habe da eigentlich keine grüne Farbe in meiner Palette. Ich mische immer das. Ja. Okay. Dann wurde gefragt, ob du etwas langsamer malen kannst oder nach einem Ei warten, dass die Leute hinterherkommen. Ja, ich kann warten. Ich, aber langsam, ich eigentlich, es war sehr langsam für mich. Ja, ja, ich muss langsamer malen, wirklich. Ah ja, ich kann etwas übrigens erzählen. Morgen, ich habe, aber es ist auf Englisch, ich habe einen Platz, einen Freiplatz für morgens Zoom-Class. Es ist 7 Stunden mit Pause. Kurs fängt an um 10 Uhr und wir malen dieses Bild zusammen und dort ich erzähle viel über Texturen, Techniken, mit, wie kann man mit Brush so viele coole Effekte erreichen und auch ich erzähle viel über meine, so, wie ich habe gelernt und das ist mein Bild, die ich schon gemalt habe und damals, ich denke, ich war schon eine vorgeschrittene Anfängerin und ich habe gedacht, es ist schon eigentlich gut, aber hier kann ich auch erzählen über Grünfarbe, ich habe Angst, dass ich diese Eier bedecke und ihr ärgert sich über mich, ihr ärgert sich über mich, weil ich sie bedeckt habe. So, hier überall grün ist immer grün und das finde ich ein Zeichen, wie kann man Anfänger erkennen, weil ich habe nur grüne benutzt und ohne blau, es gibt es keine Tiefe und es ist so keine Temperaturkontrast. Es ist immer ein Grün und ich habe das auch so gemischt schon benutzt. Aber jetzt, wenn ich das so selbst mische, dann mein Grün ist interessanter. Das ist immer so ein warmes Grün hier, ein cooles Grün, hier ist fast blau und das, ja, das ist übrigens von meinem neuen Kurs und wenn ihr bis Ende bleibt, dann würde ich mehr über diese Kurs erzählen. Aber das war meine Antwort über Grünfarbe. Warum ich es immer mische und nicht benutze die fertige Farbe. Sind Sie so weit? Ja, seid ihr so weit? Eine Frage war noch, ob es einen Trick gibt, dass die Eier nicht ineinander überlaufen. Eigentlich, wenn sie überlaufen, ist es auch nicht schlimm. Ihr müsst, wir machen jetzt
Hintergrund und Hintergrund wird auch so verbinden mit Eier. Bei mir, ich habe diese Zeichen gemacht, damit ich wirklich diese freien Plätze habe. Aber danach würde ich auch das verbinden. Und verbinden ist nichts schlecht. Es ist eigentlich gut. Viele Künstler absichtlich verbinden viele Flächen. Ich mache das auch am Ende, weil es bringt alles zusammen. Und lass diese Wasserfarbe und Freiheit. Wenn es läuft, versuch nicht es zu fixen. Versuch einfach lassen. Und wenn es trocknet, wir können das ein bisschen so mit einem Strich zeigen, dass es zwei Eier sind. So. Ich finde es langsam genug. Sebastian freut sich noch. Er malt das erste Mal mit 100% Baumwollpapier. Wow. Oh, dann es ist eine Offenbarung. Welcome to Club und jetzt alle dein Geld geht. Du wirst jetzt immer das Papier kaufen und denken, okay, das ist ein Kaffee. Nein, oder wenn du in ein Restaurant gehst, dann kannst du denken, ich könnte jetzt einen Block kaufen. Und ob bei dem Ei unten extra kein dunkles Blau verwendet wurde, also kein Ich habe gewartet, bis es trocknet, weil ich zeige, wie kann man genau die gleiche Eier malen mit drei verschiedenen Techniken. Weil eigentlich kann man nass und nass malen. Das war meine Technik, wo ich eigentlich einfach sehr schnell gemalt habe. Das war nass in nass und ich finde, das war mehr bequemer für mich in diese Zeitmood, weil ich könnte mir Zeit speichern und auch hier lange arbeiten. Und das finde ich wirklich sehr langsames und sehr vorsichtiges Option zu malen. Weil und wir brauchen eigentlich nicht das in diese kleine Objekt wie Eier oder in diesem Format. Zum Beispiel jetzt, es ist schon trocknet, ich kann schon malen, weil wenn du mit Schichten arbeitest, du musst immer warten. Und ich bin so ungeduldig, ich warte, ich kann nicht lange warten. Und ich male immer irgendwo hier, dann wenn es trocknet, male ich einen anderen Platz. Jetzt würde ich diesen Bereich verdunkeln und wie mache ich das? So ein vorsichtiges Weg. Wir nehmen nasses Pinsel, das ist sauberes Wasser und ich bedecke nur diesen Teil, wo ich möchte es verdunkeln. Und jetzt ich nehme diesen dunklen Ton. Grau und gehe hier und mache das diese Strich. Kann auch hier ein bisschen mehr Farbe geben, grün. Warum ich habe das erstmal nass gemacht, weil diese nasse Oberfläche schützt uns von harter Kante. Wie gesagt, das ist sehr vorsichtig, perfekt, kann man sagen, du kannst alles kontrollieren. Du einfach machst bevor du malst, du machst es nass. Und dann gehst du in dunkle Farbe hier. Ich lasse das jetzt so trocknen und wir würden gerade arbeiten. Nach den 10 Tagen in Istanbul und ich habe jetzt auch Quarantäne, ich muss zu Hause sitzen, 10 Tage zu Hause sitzen
Und mein Deutsch ist wirklich nicht jetzt in guter Lage. Lage sagt man sowas? Doch, dein Deutsch ist toll. Okay, danke. Wurde hier auch schon geschrieben. Wow. Ich merke immer wieder beim Übersetzen, wie schwierig Deutsch ist. Englisch ist viel, viel schöner und einfacher. Ja, ich kann einfach nicht die Positionen erinnern, dass ich muss sagen, ich male jetzt mit dem Pinsel auf das auf dem Papier. Ja. Auf dem ja. Papier. Ja. Eigentlich kenne ich schon alle Regeln, aber verwenden, ich vergesse es. Jetzt nehme ich, irgendwo würde ich auf braun, sehr dunkel, irgendwo Ultramarin. Und hier, ich nehme Alizarin. Und dann, wenn es ein bisschen rausgeht, ich würde es mit diese Zweige mit Bronze Sienna, gebrannte Sienna malen. Okay, fangen wir an. Malst du solche Objekte wie die Eier aus der Fantasie oder mit einem Referenzfoto? Fantasie, sowas, viele Sachen von Kopf, aber diese Fahrrad zum Beispiel muss ich schauen natürlich. Und woher weißt du dann, wo der Schatten hinkommt und die Reflexe? Einfach ich, für mich, ich stelle mir fest am Anfang, so zum Beispiel hier kommt Licht und wir haben immer Highlights, wir haben immer Halbton, wir haben immer Schatten und dann Reflex hier. Hier, ich habe das vergessen, nicht vergessen, sondern es war sehr schwierig zu kontrollieren, weil es war nass und es hat schon so geläuft. Wirklich sehr schnell. Deswegen, ich lasse hier ein weißes Kant, damit ich danach das wie ein Reflex bearbeiten kann. Mhm. Jetzt ein bisschen Alizarin. Und ich lasse diese harte Kante hier. Das ist sehr wichtig. Leute, es ist nicht ein Zufall. Macht das auch. Wenn ihr nicht sicher seid, wie es geht, probiert auch andere. Ja, was? Kannst du die Palette bitte weiter ins Bild schieben? Sorry. Oder vielleicht ein bisschen oben ziehen. Okay. Wie gesagt, ich bin, viele Leute denken, ich bin so schirmisch mit Brush, aber ich weiß, wo kann ich vorsichtig sein und wo muss ich diese Freiheit zu imitieren, so sage ich so. Es gibt, ich bin nicht so, ich kenne keine Magie, es ist immer ein Trick. Kannst du die Farben bitte nochmal nennen? Ich glaube Ultramarin, Alizarin und Payne's Grey. Payne Grau, ja, Payne Grau. Das ist die dunkelste ist Payne Grau. Hier, ihr könnt sehen, das ist Ultramarin. Und lass mich in Ruhe. Das Rote ist Alizarin. Oh, ja, danke, Jule. Okay, wir lernen beim nächsten Mal, du malst und ich spreche. Niemand muss ich nicht sagen. Wenn ich male, mein Mann auch kommt, fragt mich etwas und ich bin dann so sauer. Ich denke, ah, ich hatte meinen Flow und ich habe das verloren. Aber deswegen liebe ich auch diese schon gedrehte Online-Kurse, weil ich danach ruhig meine Stimme aufnehmen kann. Ja. Ja. Verstehe ich total.
Das ist schwer, okay. Beides zeitlich. Ja, ich muss jetzt schnell arbeiten und ja. Hier bin ich so vorsichtig. Ich spreche nicht. Weil ich möchte nicht diese schöne Freiform verlieren. Nehme ich Alisa Ring hier auf. Oh, gut. Aber wir bearbeiten das. Das habe ich absichtlich gelassen. Und hier, wir würden auch jetzt diese Zweige malen. Zweige, das ist richtig. Ach. Ja. Nein. Ich glaube, ich bin rot. Okay, das Ultramarin, ist das von Schminke? Nein, das ist von Daniel Smith. Okay, danke schön. Und jetzt habe ich wirklich eine sattige Mischung gemischt von gebrannte Sienna und ich ziehe von meiner diese Paddel oder Zünfe oder Verläuf hier diese Zweige. Und mein Strich ist so halb trocken. Das bedeutet, es ist eine eine dicke Mischung. Dicken oder Ketten? Gesättigt, ja. Gesättigte Mischung. So, ihr seht. Das hier. Und der Pinsel hat auch nicht viel Wasser. Ja. Hier mache ich auch das. Ja. Ja. Jetzt lasse ich das trocknen. Das ist meine, Vorbereitung für letzte Runde, wo ich alles zusammen verbinde. Eigentlich jetzt sieht alles so komisch aus. So, alle sind getrennt, das ist getrennt. Aber wenn ich jetzt mit einer leichten Mischung reingehe, dann verbinde ich das alles und dann bekommen wir diese eine gute räumige Effekt. Hm. Fragen? Gerade keine. Vielleicht kommen noch welche. Vielleicht, weil ich habe gesagt, lassen Sie mich in Ruhe. Nein, ich glaube nicht. Ich warte. Aber ja. Wirklich, wenn ich, ich habe vorgestern gemalt und mein Mann hat mich etwas gefragt und ich war so sauer und wenn ich habe schon alles gemalt und fertig, ich bin zu ihm gegangen und er hat gesagt, ja, und jetzt bist du wieder nett und ich habe gesagt, was ist das gemacht und ich konnte nicht erinnern, dass ich habe etwas eben so nicht, vielleicht habe ich gesagt, nein, ich habe keine Ahnung, lass mich in Ruhe oder sowas. Aber ich bin wirklich wie eine Katze, die hungrig ist und wenn isst und jemand kommt, wenn ich male, so. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, meine. Ja, doch, ich denke. Ja, es muss trocken. Okay, jetzt. Was ist das für ein Papier? Hahnemühle habe ich rausgehört. 300 Gramm? Das ist nicht 300 Gramm, aber eigentlich die Qualität ist immer die gleiche. Das ist so ein dickes 640. Ich habe das als Geschenk für Christmas. Weihnachts, ja, für Weihnachts bekommen von Gustavsson und ich male bis jetzt an Hahnemühle und ich liebe es. Und ich habe übrigens 300 Gramm Hahnemühle und die Qualität ist die gleiche, nur
es geht nicht in Welle. Das ist sehr fest und sehr gut und braucht man nicht das wirklich mit Klebeband befestigen. Ja, was wollte ich jetzt zeigen? Was wir jetzt machen, zum Beispiel, ich habe das wirklich sehr dick hier angetragen und wenn ich nehme etwas Leichtes und gehe da rein, ich weiß nicht, ob ihr seht, die Farbe fängt an zu vermischen mit dieser Farbe und wir haben diese einen tollen Effekt. Das machen wir auch jetzt mit diesen Zweigen. Zweige. Ich denke, es ist etwas, dass S ein falsches Wort ist. Nee, das ist aber richtig. Eine Frage war noch, welche Farbe die Zweige hatten. Jetzt hört sich für mich auch falsch an. Es ist Burnt Sienna und Burnt Sienna von Migello. Nicht einfache Burnt Sienna, das ist sehr breit. Ihr könnt, wenn ihr auch so bei mir sehr ein bisschen Orange Burnt Sienna haben will, ihr könnt Orange mit Burnt Sienna mischen. Mhm. Und noch einmal zum Papier, das ist kalt gepresst oder? Ja, das ist kalt gepresst. Ja. Okay. Das letzte sieht bei mir leider gar nicht cool und hat die Kante ist eigentlich nicht so wichtig, gerade weil wir machen das sowieso, wir mischen alles wieder zusammen und keine Sorgen, wir machen das auch, wir machen diese Spritze mit orange Farbe oder mit blau. Und alles wird schön wieder. Spritze mit Farben, diese Splashes, die helfen immer. Ja, das ist mein Trick. Okay. Eine Frage ist noch, bei der Verdunklung entstehen Grenzen. Ob das schlimm ist oder ob man das noch retten kann? Ich glaube, harte Kanten. Hier meinen Sie? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei den Eiern, wenn die abgedunkelt werden, wenn dort harte Kanten entstehen. Besser nicht jetzt dann nichts mit dieser Illustration zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr kleine Format genommen haben. Wenn ihr versucht, diese Kante wegzuwischen, dann passiert es, dann wird es heller. Und kommt dieser Dreck, wie ich schon erzählt habe. Besser ein neues Papier nehmen und auch nochmal wiederholen in Ruhe. Jetzt vielleicht einfach zuschauen. Ich kann am Ende auch nochmal wiederholen, wie ich das zum Beispiel, das ist mein Favorit. Das sieht man, diese Volume sehr gut. Ja, keine Sorgen, das ist nur Papier, wie meine Tochter mir gesagt hat, wenn ich geweint habe. Wir können das nochmal malen. Oh, ihr könnt das nochmal machen. Ja. Eine Frage war noch, welche Farben das Nest hatten. Ich glaube Ultramarin. Ultramarin, Penagrau und Alizarin. Hier ist Alizarin und hier ist Ultramarin. Ich kann nochmal zeigen, wie ich das gemacht habe. Sozusagen nehme ich so einen Trick von mir. Aber es ist für advanced Maler, ich glaube. Nimm einfach am Anfang auf dem Brush Farbe sofort mischen. Nimm diese Alizarin-Farbe zu eurer Pinsel und dann Pena Grau. Alle, die jetzt malen, müssen zuschauen. Das ist ein gutes Trick. So, hier, wir legen das, diese, wir malen nicht so, sondern wir malen so.
So habe ich bekommen diese gebrochene Kante. Und wenn wir das, diese Nest malen, dann müssen wir wirklich so schnell. Und dann können wir diese irgendwo die Formen abstimmen. Aber das lassen wir, weil das bringt diese Motion oder Atmosphäre. Es ist nicht so die Aquarell mit solchen Kanten sieht mehr lebendiger aus. Ich denke so. Ja. Fangen wir an. Sehr schön. Oder? Ja. Oder? Ja. wir haben noch Zeit. Ich glaube, wir haben das für 1,5 Stunde geplant, aber wir haben Zeit. Ja. Ja. Okay. 30 Minuten sind noch. Was möchte ich jetzt machen? Ich möchte auf dem nassen Oberfläche auch einen, diese Spitze zu machen, weil ich mag, wie wir diese Effekt hier bekommen haben. Und ich denke, wenn es trocknet, die Farbe sind so blass geworden und ich möchte das wirklich sehr bunt machen. Und deswegen, wir machen noch eine Schicht. Und vielleicht für ja, jemand hat gefragt, wie können wir diese Kante, harte Kante ein bisschen korrigieren, das hilft. Und jetzt mache ich wieder das mit sauberem Wasser nass. Ein kurzer Hinweis noch, du hast das Blatt jetzt andersrum als vorhin. Ja, die ja, Lichtreflexe waren vorhin unten. Ja, jetzt habe ich das auch gemerkt. Ich habe das dann nass gemacht. Mein Eier hier. Das hier. Und nehme ich diese Turquoise Color. Mische ich das mit Feder. Ich brauche nicht jetzt eine dunkle Farbe. Ich möchte wirklich eine bunte Saturated Color sozusagen. Und das wenig ist, Wasser und viel Pigment, oder? Ja. Das trocknet, ich glaube, es ist so warm hier und es trocknet so schnell. Und ich muss das nochmal wirklich vorsichtig nass machen. Und ich gebe diese bunte Farbe hier mehr. Mit dem Grün hier, wie ich schon erzählt habe, ich habe das für meinen Reflex gelassen. Bedecke das auf. Mehr Grün hier. So, das wird unsere perfekte Eier und alle anderen lassen wir so. Und jetzt, was mache ich? Ich brauche einen, vielleicht diese Pinsel noch, bitte. Etwas für Spitze brauche ich. Das vielleicht. Diese Brust. Es wird noch gefragt, warum du zweimal Brown Sienna hast. Zwei verschiedene? Ja. Weil eine ist, sehr gut mit Ultramarin zu mischen, grau zu bekommen und andere sehr gut diese Effekte zu haben. So, weil ja, jede Farbe, die haben nur die gleiche Namen, aber sie sind nicht gleich. Und jetzt mache ich diese Spitze hier.
Wow, es ist so schön. Also schön. Ich zeige ein bisschen nah. Seht ihr das? Ich nehme auch nur ein bisschen Burnt Sienna. Und mache auch wieder Spitze. Was schreibt Leute? Frag mich. Sind das dann verschiedene Marken von dem Burnt Sienna oder? Ja, ich glaube, ich habe schon gesagt, das ist Nigella. Nigella, ja. Und das ist Daniel Smith. Okay, jetzt arbeiten wir auch an dieser. Ich habe übrigens zwei Wasser, eine ist sauber und andere ist dreckig. Und wenn ich etwas befeuchten muss, ich nehme immer sauberes Wasser, damit wir keine harte Kante danach haben, weil es diese Wasser erhält schon Farbe. Okay, ich habe das wieder nass gemacht und ich nehme diese dicke Mischung. Und ich male wieder diese Form. Und hier haben wir kein Rot. Und ich glaube, wir müssen das irgendwo aufbauen, weil sie müssen eigentlich diese Eier, sie müssen nicht so eine Kopie sein. Sie müssen alle drei verschieden sein. Ich immer versuche zu vermeiden, diese Pattern-Effekt, wenn wir die gleiche Objekt malen, es muss immer etwas da sein, was ja, okay. Sie unterscheidet. Unterscheidet. Danke, Julia. Okay, mein Mann war hier und er hat gesagt, ich bin sehr langsam. Wie immer. Okay, jetzt wieder Spitze. Oder meine Brüste. Ich habe auch später noch eine Frage zu dem Fahrrad. Ah, okay. kommen die Spritzer auf das nasse oder trockene Ei? Auf nass, weil wir machen danach auch auf trockene. Und es muss, aber nicht übertreiben, ein bisschen. Ich glaube hier, ich habe schon viel gemacht. Ein bisschen Spitze reicht schon. Jetzt diese arme Eier, wir müssen noch ein bisschen bearbeiten. Und wieder mache ich das nass hier. Ich lasse Highlights, wie es ist. Wir müssen diese weiße Fläche hier immer behalten. Vorsichtig. Mhm. Jetzt nehme ich Heliotokoi. So. Noch ein dunkel hier. Ja, ich schaue manchmal zu dieser Eier zu verstehen, wo und wie muss ich diese Schatten legen. Aber ich habe das schon einmal gemacht und deswegen ich brauche das nicht so oft machen. Okay, ich glaube, mache ich hier mehr bunte Spitze, von der warmen Spitze von Burnt Sienna. Und
Wir sind fast fertig. Ja, es sind noch 18 Minuten. Ja. Noch ein bisschen Zeit. Ja, wir können ein bisschen länger noch bleiben. Ich weiß nicht, ob die Leute noch müde sind oder nicht. Jetzt nehme ich Pina Grau mit Heliotropol. Und hier ist schon ein bisschen nass, ja. Ich lasse diesen Teil noch trocknen und gehe zu dieser Eier und versuche das zu verbinden mit unserer Nest. Wie war das? Ich habe keine. Ja. Nest auf Deutsch, wie war das? Nest auf Deutsch? Ist richtig, Vogelnest. So, ich verdunkle diese Teil nochmal, aber dieses Mal ich gehe zu meiner Zweige mit der Farbe und lasse ich die miteinander mischen. Hier wird gerade geschrieben, dass es zu schnell geht. Okay, ich warte ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht. Hat jetzt eine geschrieben. Ich war wirklich schnell. Aber in diesem Moment muss ich wirklich schnell reagieren und deswegen. Weil wenn ich schon anfange und lasse das, wie es ist, dann bekomme ich sowas zum Beispiel nicht. Ich zeige, was ich meine. Ich habe hier meinen Reflex verloren. Probleme. Ich zeige euch. Sowas zum Beispiel. Ich mag das sehr. Und wenn ich das nicht sofort mache, dann bekomme ich diese Effekt nicht. Deswegen muss ich schnell reagieren. Und Entschuldigung. Oh, ich warte. Pause. Okay, Pause. Vielleicht erzähle ich noch etwas. Ja. Sehr gern. Du hast gesagt, es war eine Frage über Fahrrad. Genau. Es wurde erwähnt, dass das Fahrrad so schön aussieht und ich habe da natürlich was im Hinterkopf. Das Motiv, das grüne Motiv war auch so schön. Eine Frage ist noch, welche Farbe das jetzt ist. Wo? Hier. Womit hast du zuletzt gemalt? War das Paints Gray? Pina Grau und Heliotropol. So, es ist immer diese zwei. So, das ist Heliotropol und wenn ich das zusammenmische, ist es so die, sozusagen, es ist eine helle Blau und dunkle Blau. Und diese Kombination verwende ich fast immer im Hintergrund. Das zeige ich auch hier jetzt. Das ist von meinem Kurs und hier habe ich auch die gleiche Hintergrund. Aber es sieht nicht wie blau, weil ich habe auch hier diese Burnt Sienna und sowas. Ja, ich liebe, das ist übrigens mein Lieblingsmotiv von meinem Kurs. Obwohl ich habe das in 40 Minuten gemalt mit Erklärungen und sowas. Ja. Und andere hat lange gedauert. Aber das mag ich, weil ich denke, das sieht so. Ich habe das auch vom Kopf gemalt. Übrigens, ja. Mit Birds habe ich wirklich jetzt am Anfang viel geschaut, viel wiederholt. Und dieses Bild habe ich vom Kopf gemalt. Und vorher natürlich habe ich mehr Skizzen, Skizze gemacht und mich trainiert. Ja, so meine Skizzen immer so in dieser
solche Papier. Ich spare. Die Frage kam gerade noch mal, was nach den Eiern für ein Schritt war. Ich glaube, du hast dir das Nest noch mal verdunkelt mit Pain Spray und Heliotürkis. Ja, Nest zu verdunkeln, aber habe ich nur auf diesen Bereich gemacht. Und ja. Okay. Ich bin so gespannt, eure Arbeit zu sehen morgen. Wir haben noch keine Hashtags genannt. Ja, ich, so wie immer, Art Hustle Live, aber ich möchte auch Learn with Ravi, ich folge diese Hashtag Learn with Ravi. So, ich glaube, ich brauche auch meine eigene, aber Live Art Hustle ist eine gute Hashtag. Genau. Ja. Ich schreibe es nochmal rein. Ja. Unter dem Hashtag könnt ihr die Bilder veröffentlichen. Dann können wir sie angucken und den Preis auslosen. Ich glaube, 3 Tage, wie lange wollen wir gehen? Ja, 3 Tage, ich glaube, ist genug zu posten, aber natürlich können wir ein bisschen länger machen, wenn ihr länger braucht. Wir haben andere Livestreams, die immer laufen, die kosten immer am Freitag. Wir haben immer, jeden Freitag, wir haben Livestream. Ah, das kann ich auch erzählen. Wenn jemand mich hört, ich glaube, jeder sind so konzentriert und malt. Jeden Freitag, wir haben geplant, dass wir haben in dieser Zeit in solchem Format einen schönen kleinen Motiv einfachen zu malen und es kostet immer 10 Euro. Und wenn es ist, so kostet Geld und wir speichern das auf, ich glaube, es bleibt auch eine Woche da, kann man auch danach nochmal zuschauen und auch wieder malen. Und dann machen wir diese Verlosung ein bisschen länger, damit Leute 2-3 Mal malen können. Hm. Ja. Ich glaube, als nächstes ist die Hortensie als Motiv, oder? Ja, nächstes ist Hortensie. Ich kann übrigens zeigen, weil ich finde, es ist sehr ein sehr schönes Motiv. Und eine Frage ist noch, ob die Kurse immer live sind. Aber nee, schauen wir bei uns auf die Seite. Wir haben Live-Kurse, die meisten sind offline. Ja, meistens sind offline, aber wir haben, das ist eine unsere neue, neue Option. Wir machen das jetzt immer jeden Freitag und ich glaube, Künstler brauchen das auch, weil sie haben jetzt keine Möglichkeit, Workshops zu geben und wir geben das, diese Möglichkeit auf Art Hustle zu geben. Und dieses schöne Motiv, nächste Freitag, kostet nur 10 Euro, könnt ihr auch in Live malen, es wird auf Deutsch. Und Ira Lupina, sie ist auch eine Künstlerin aus München. Ja, ich glaube, oh, ich habe das nicht geteilt, mein Screen. Könnt ihr jetzt sehen? Ja. Okay, weil ich habe vorher gezeigt viel. Ja. Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, du holst ein Blatt. Ja, dieses Motiv. Ja, sie wird nächsten Freitag malen. Aber es sieht vielleicht kompliziert aus, aber es ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist nur in 2 Schichten und sie zeigt, wie es geht. Sie hat auch ihre eigene Tricks und Tipps. Ja, es ist auf unserer Seite nächsten Freitag und dann gehe ich zurück. Wie soll ich stoppen? Ja, super. Bin ich wieder hier. Eine Frage ist noch, welches Papier du zum Üben verwendest, wo man auf beiden Seiten malen kann. Ja. Cotton-Papier kann man wirklich auf beide Seiten malen und manchmal, ich liebe die andere Seite mehr, weil es ist so eine, so wie satiniert ist. Das bedeutet, ich habe immer 2 Möglichkeiten, auf
Cold Press zu malen und auch satiniert. Das ist übrigens war auch eine Übungspapier. Und ja, es ist wirklich sehr wichtig zu üben und nicht einfach anfangen, ein großes Bild zu malen und vorher eine kleine Skizze zu machen und dann, wenn ihr sicher seid, wenn ihr schon weiß, welche Farbkombinationen zusammen perfekt funktionieren, dann losgehen. Losgehen. Machst du super. Ja, gefragt wurde noch, wo die Uhrzeit für die Live-Kurse steht. Ich glaube, das steht noch nicht fest oder machen wir immer 20 Uhr? Es steht fest. Ich zeige euch, weil viele Leute haben diese Schwierigkeiten und ich denke, wir müssen das ändern. Diese UX ist nicht ganz vernünftig und hier ich glaube, es ist noch nicht eingetragen. Ich habe auch gerade geschaut. Nein, es ist eingetragen jetzt. Siehst du? Ja, super. Ja, aber muss man wirklich hier gehen und schauen? Content, eine Lektion, ja. Zwei Stunden. Es dauert 2 Stunden und 20 Uhr. Und wir wollen eigentlich immer 20 Uhr das machen. Und wir haben, kann man auch weiter schauen, mehr zeigen. Und wir haben von unserer lieben Barbara auch eine ab 32. April und auch nochmal, wir wiederholen von Maria einen Kurs. Es war wirklich super toll. Wir haben das letzte Freitag gemacht. Und ja, das ist morgen meine. Ein Platz frei, Leute, aber es ist auf Englisch. Mhm. Ja, und letzten, in einer Woche male ich auch eine Streetlampe, aber auch auf Englisch. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Stop sharing. Gut. Okay. Kann ich Blätter malen, Leute? Ja, genau. Die Frage war auch, ob das Nest noch Blätter bekommt. Ja, bekommt. Ich habe euch gewartet. Nest bekommt Blätter, aber nicht jetzt. Ich muss nochmal diesen Hintergrund nochmal verdunkeln. Ich habe schon Mischung hier. Jetzt mit nassen Pinseln, ich mische das mit dieser Zweige. Ich nehme diese Wolke. Und wenn ihr merkt, ich gehe hier direkt zu Eier, weil, wie ich schon gesagt habe, ich möchte sie verbinden miteinander. Die Frage ist noch, ob der Kurs morgen für Anfänger ist, der Live-Kurs. Der Live-Kurs. Ich fange an wirklich von sehr vielen Übungen. Ich erzähle viel. Und letztes Mal, ich hatte auf Deutsch und dort war ein Mann, er hat bisher noch überhaupt, es war sein erstes Aquarellbild und er hat super toll gemacht und er war so, super glücklich, ich weiß nicht. Ich finde, es passt für Anfänger, aber es gibt verschiedene Anfänger. Ihr könnt probieren, diese Stream wird gespeichert. Ja. Jetzt mache ich das wieder hier. Und ja, die bezahlten Kurse werden immer gespeichert. Für mindestens eine Woche. Aber sie sind auch so wirklich 2 Stunden, sehr leicht und ich glaube auch nicht, das muss man so 2, 5 mehrmals anzuschauen. Und zum Beispiel bei Maria, ich habe auch die Arbeiter gesehen, sie sind
Hast du auch, Julia, gesehen? Du machst immer unsere Verlosung. Ich glaube, du weißt auch, ja. Die Arbeiten war wirklich sehr toll. Ja. Viele tolle Ergebnisse. Okay. Und diese Option, diese Live-Kurse zu machen, ich glaube, es ist sehr gut für Künstler, weil es ist nicht so einfach jetzt für Künstler, diese Zeit zu leben, wenn du kannst nicht deine Kurse zu geben, echte Kurse. Mhm. Ja, eigentlich jetzt ist alles in Ordnung und ich würde jetzt diese kleinen Blätter zu malen und bleib bis Ende. Weil ich muss auch über meinen Kurs erzählen. Eigentlich, ich musste nicht über andere Kurse erzählen. Aber ich kann immer stundenlang über andere Kurse oder Künstler erzählen und über mich selbst, wenn es geht, über meine Kurse. Ich fühle mich so komisch, aber heute, ich muss erzählen, weil wir haben einen guten Rabatt gemacht, weil es ist noch nicht fertig ist. Es ist so Pre-Order. Und in 3 Wochen, in 20 Tagen, es wird schon verfügbar, aber ich brauche diese Pre-Order, mich zu pushen. So, weil ich brauche Due Date und ja, ihr müsst mir helfen. Ich muss mehr motiviert sein, als, diese 3-Sprache Voice-Over zu machen. So, jetzt, ich habe nicht Ultramarin und ja, Ultramarin und Gelb, Aerorin und ihr seht, das ist so ein leichtes, schönes Gelb. Farben und ich male so eine kleine. Ich beantworte mal kurz. Der Kurs hier wird nicht gespeichert. Die kostenfreien Kurse sind nur live. Die werden nicht gespeichert. Ja, es ist einfach, dieser Stream ist nicht per Zoom. Die anderen sind per Zoom und kann man wirklich sehr einfach. Es ist nicht für uns sehr. Es ist nicht schwierig für uns, diesen Kurs auch zu speichern, aber es ist einfach, es gibt mehr Leute und deswegen, wir haben das per YouTube gemacht. Und deswegen, ich weiß nicht, wie kann man das wirklich speichern. Wir müssen das noch lernen und wir würden das natürlich auch für ein paar Tage speichern, ich glaube. Ich mache das auch hier drin, diese Blätter. Und ich finde, es ist nicht genug Zweige hier und ich würde hier noch eine malen. Eine Frage ist noch, ob es auch wieder deutsche Kurse von dir geben wird. Ich denke, die Offline-Kurse sind gemeint und am 22. April kommt der neue, den man dann auch schon vorher mit einem Rabatt vorbestellen kann. Ja, sie sind so jetzt wirklich, ich brauche mehr Konzentration für, nein, nicht für diese, ich meine für Aufnahme und deswegen ich mache, so morgen wird mein, dieser Live-Kurs und in einer Woche und dann mache ich nicht wieder das, vielleicht einen Monat brauche ich eine Pause, deswegen und würde ich auf andere Seiten arbeiten. Jetzt möchte ich ein bisschen am Hintergrund hier arbeiten, so ein bisschen leichtes Blau und sowas hier machen. Und eigentlich ist es fertig. Die Freitagabend 10-Euro-Kurse gehen über Zoom. Ja, sie gehen über Zoom und es ist immer so 100 Plätze. Es ist immer limitiert, 100 Plätze, deswegen, schnell. Ja. Und von welcher Firma ist das Aureolin? Aureolin ist von Winsor & Newton. Und jetzt, ich mische Ultramarin mit Heliotropoil Color. Ich nehme größere Pinsel, damit ich wirklich eine freie und schöne Striche bekomme. Und ich gehe hier rein. Irgendwo lasse ich diese grüne Blätter.
aber irgendwo kann auch sich so bedecken, damit sie auch so verwaschen. Gut. Wow! Sehr schön. Ist das nicht gut? Ich habe mehrfach gelesen, dass es super aussieht. Und ich finde es auch super. Danke. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das noch etwas machen muss. Eigentlich gefällt mir, aber ich habe gedacht, vielleicht muss ich noch ein paar Sachen. Ah? Okay. Okay. Jetzt machen wir. Wir brauchen eine weiße Gouache. Danke, Leute, dass ihr noch hier sind. weiße Gouache. Ja, wir können auch eine Spitze mit weißer Gouache machen. Hier. Okay. Und irgendwo nehme ich sie ab. So. Jetzt brauche ich bedeckende grüne Farbe. Deswegen mische ich mit weißer Gouache meine Gelb. Und ein bisschen Ultramarin. Zitronengelb ist sehr gut für solche Sachen, aber jetzt habe ich schon noch, ich habe das nicht. Aber wenn ihr habt von Schminke Zitronengelb, das ist schon deckend und sehr gut geeignet für solche Tricks. Und was ich jetzt mache, ich möchte diese Blätter auf diese Seite auf, das ist noch nicht grün. Ich brauche grün, ich kann nicht grün bekommen bei dir. Dann stelle ich noch eine Frage. Okay. Ob ihr Mails wegen der Zoom-Kurse dann verschickt? Wenn man sich anmeldet, bekommt man eine E-Mail mit dem Zugang, oder? Kurz vor Anfang ja. Muss man in diese Kursbereich gehen, Kursseite, und dort in Beschreibung steht immer alle Referenzen. Bei mir es gibt heute keine Referenz. Manchmal vorzeichnen, damit ihr auch das drücken kann, vorbereiten kann, oder bei mir in Zoom-Kursen zum Beispiel, es gibt Übungen, die Leute vorher machen müssen. Es ist schon gedreht, muss man zuschauen und vorbereiten. Ich schicke, meine Kurse sind immer 8 Leute und dann schicke ich persönliche Mails. Aber bei 100 Leuten, dann schicken wir einfach Mail, wo wir sagen, hi, vorbereite das und das. Wir fangen bald an, wir einfach so ein Reminder sozusagen. So male ich endlich diese Blätter hier heute. Und die Leute sind schockiert, dass du die weiße Gouache auf die Hand tust. Ah, ja, ich mache das oft. Warum? Ja. Dann da ist es sauber. Ich kenne das aber. Weil ich möchte nicht weiße Gouache mit meiner Farbe hier mischen in meine Palette. Mhm. Aber manchmal habe ich sowas auch. Weiße Gouache. Dann mische ich hier. Mische ich hier. Ja.
Was wollte ich noch machen? Ein bisschen hier vielleicht. Kann man wirklich lange arbeiten, in diese Details reinbringen, aber ich glaube, es sieht schon gut und es ist wichtig, lernen, in die richtige Zeit aufzuhören, weil manchmal ist es besser, nicht bis Ende malen, weil Bild, was die nicht fertig ist, sieht immer schöner als Bild, die wirklich sehr gut bearbeitet ist. Ja. Gut. Ja. Ihr könnt auch Photo Flag Pinscreen machen, wenn ihr das danach vielleicht nochmal malen kann, zu posten morgen. Und ich halte so. Sieht man schon gut. Ja. Wir haben noch eine Frage zum Ultramarin. Ja. Ob es französisches Ultramarin ist, reinstes, normales und ob es von Schminke ist. Nein, das ist nicht von Schminke. Das ist Daniel Smith Ultramarin Blue. Aber ich habe probiert, mit Schminke Ultramarin aufzumalen. Feines Ultramarin. Es geht gut. Keine große Unterschied, nur vielleicht die von Daniel Smith ist granuliert, wenn du mischst das mit anderer Farbe. Und feines Ultramarin ist nicht granuliert. So Leute, und jetzt erzähle ich euch über mein Spring sozusagen Pro-Kurs, weil dieser Kurs ist geeignet für Leute, die wirklich schon lange malen, lange, ich meine, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und ja, ich mache es so. Warte, lasse ich mein Bild hier und spreche oder wollt ihr mich groß sehen? ja, so, dieser Kurs ist gut für Leute, die malen schon ein Jahr und denken, ich gehe nicht weiter. Sie denken vielleicht, okay, ich male die gleiche Sache und sehe keinen Progress. Am Anfang, ich habe gedacht, ich male etwas Einfaches, sowas. Aber dann habe ich wie immer viel überlegt und ich habe gedacht, okay, eigentlich Leute wollen meinen Stil, so mein Stil oder meine Technik zu lernen. Warum muss ich sehr einfache Sache geben und warum nicht etwas Kompliziertes? Weil es gibt viele Sachen, die kann man lernen, diese Techniken, diese Grundtechniken, ich meine. Aber mein Stil ist einzigartig und ich möchte das schon beibringen und erzählen, wie ich das gefunden habe und was hat mir geholfen. Und deswegen, ich zeige kurz meine Kursseite und ja, nicht ärgern, weil ich muss diese Eier, Sie sehen diese Eier jetzt nicht. Okay. Jetzt. So. Das ist schon hier. Wir werden 5 schöne Motive malen. Kann man hier schon sehen, wie viel ich gemalt habe. Und das ist nur vielleicht 10%, die ich schon vorher gemacht habe, zu verstehen, was und wie ich möchte beibringen. Ich habe schon gezeigt, alle meine Skizzen. Und ich habe gedacht, es ist schon 37 Minuten Content. Aber da sind auch drin die Aufgaben von mir, die ihr selbst machen müssen. Und das bedeutet, es ist nicht 7 Stunden, sondern ihr braucht mehr Zeit. Und deswegen, wir geben 2 Monate. Es war für 1 Monat die Möglichkeit, für 1 Monat zu kaufen. Und ich habe gedacht, dass 2 Monate brauchen schon Leute, das
umzusetzen und alle meine Aufgaben zu machen. Ja, so. Wir malen wirklich Fahrrad, dieses schöne Fahrrad, und es ist nicht so schwierig, wie aussieht. Meine Tochter hat das gemalt mit meiner Technik und sie hat das super gemacht. Dann arbeiten wir in dieser Laterne und wir lernen, wie es schon aufgebaut ist, und ich zeige, wie ich finde die richtige Farbpalette und auch so Kombinationen, Kompositionen, und wir malen diese vier kleine Skizze zusammen, und ich erzähle auch, wie meine Gedanken damit gehen und warum ich habe am Ende geschlossen, diese Laterne zu malen. Mhm. Ja, dann malen wir eigentlich, das kommt am Anfang, weil ich finde, das ist die leichteste Motiv. Das malen wir auch. Wir zeigen, wie kann man Licht zeigen und auch so buntes Aquarell malen. Und ja, das, wie ich schon erzählt habe, das ist mein Lieblingsmotiv. Jetzt, was kommt? Ah, nichts mehr. Jetzt kann man nur 9 Bilder zeigen. Ja, aber es gibt mehr. Ich kann sagen, wir haben auch dort Übungsblätter, die ich für euch vorbereitet habe. Sie können es drucken und auch danach. Ich habe vergessen. Dieser Preis geht nur kurze Zeit, und danach, wenn es schon verfügbar ist, es wird wieder fast 70 Euro kosten. Und ich finde, für 7 Stunden und 30 Minuten, es ist ein sehr guter Preis. Das war der Pre-Order-Preis. Ja, die Vorbestellung. Das war der Pre-Order-Preis. Genau. Okay. Mein Mann hat gesagt, dass ich habe nicht alles gezeigt. Ich habe das, ich bin immer so, ich kann nicht wie Robert alles erzählen. Es ist immer, was kommt in meinen Gedanken, und ich weiß, dass dort mehr Sachen gibt. Und wie gesagt, ich habe schon viele Sachen vorbereitet und diese Advanced Brushstrokes Exercises, die euch helfen, wirklich lebendige Aquarell zu malen. Und es gibt eine geschlossene Gruppe, Facebook-Gruppe, wo ich auch Feedback geben kann. Wir malen auch kleine, ich habe nicht alles gezeigt, wirklich. Aber ihr glaubt mir. ich habe alles gesagt. Man kann es ja auch nachlesen bei uns auf der Seite. Ja. Das ist bei uns auf der Seite und übrigens in YouTube. Es gibt auch schon Link. Ihr könnt auch per Link gehen und auch alles lesen, Beschreibungen. Dort ist richtige Deutsch. Ich habe das in Ruhe geschrieben. Hauptsache, ich bin sicher, dass nach diesem Kurs ihr könnt ihr Niveau, Aquarellniveau von Anfänger zu Advanced bringen. Weil die alle Aufgaben sind so geplant, dass ihr allein ohne mich könnt mit Referenzfoto arbeiten und euer eigenes Stil zu finden, weil es gibt auch Guidelines, wo ihr lernt zu analysieren, warum das ist schön ist, warum das trocken aussieht. Wirklich, ich habe 3 Monate auf diesem Kurs gearbeitet. Ja. So, habe ich, glaube, alles erzählt. Auf eure Bild freue ich mich sehr, und ich zeige nochmal diese kleinen Effekte. Das mag ich. Und das, glaube ich, macht diese Impression Eindruck, dass es ein Advanced ist, weil Leute denken, ja, Künstler hat das so einfach gemalt, kann man sehen, dass er hat es mit Pinsel so frei gemalt, aber eigentlich, das ist immer ein Algorithmus, und er kann das lernen, er kann auch genau so malen. Ja. Eine Frage ist noch, in welcher Sprache der Kurs dann ist? Das ist auf Deutsch, auf Englisch und auf Russisch, und Deutsch wird gut, ich mache es so, ich
weil ich möchte immer frei sprechen und alles, was ich möchte, sagen. Ich aufnehme alles erstmal auf Russisch und dann übernimmt das alles Julia und sie hört alles zu und sie übersetzt das auf Deutsch. Und früher, ich habe das selbst versucht, diese Voice-Over zu machen, aber es war für mich so stressig und jetzt macht das schneller und schöner ohne meinen Akzent Julia. Ja, ich weiß, ihr jetzt sagt, mein Akzent ist gut, ich weiß, aber ich denke immer, dass nicht alle Leute kaufen diese Kurse, die mich kennen und die mich mögen. Und wenn ich Ausländer höre, die auf Russisch sprechen, ich denke, oh mein Gott, das ist so lustig, dann kann man nicht wirklich konzentrieren, was diese Person sagt. Und ja, ich mache das für euch. Ja. Okay, die Bilder sollt ihr oder könnt ihr, sollt gar nicht, wenn ihr möchtet, bei Instagram hochladen mit dem Hashtag ArtHasseLive. Ja, ich habe von heute nicht erzählt. Es wird ein Bild von der Linke. Mein Lieblings, zwei Pinsel, Mix B und Petit Mix. Und ich würde auch ein kleines Skizzebuch dazu legen von meiner Seite. Ja, deswegen. Sehr schön. Eure Bilder. Und ich versuche nicht zu vergessen, es zur Zeit zu schicken, weil bei uns diese Post liegt wirklich so weit und ich muss immer, ich mache das immer mit. Ich weiß nicht, mit 5 Tagen Verspätung und ich fühle mich danach so schlecht. Ich glaube, ich muss jemanden finden, der das für mich macht. Ja, aber das mag ich gerne, diese Geschenke zu schicken. Und ich liege immer Schokolade da. Ja. Kleine Kleinigkeiten. Ja, habt ihr noch Fragen? Nee, ich lese nur, dass es super war. Toller Abend. Vielen Dank. Islam soll mitmalen. Ja, Islam spielt mit Kindern. Ja, ja, da muss ich mich einklinken. Ich muss jetzt auch noch mal das Kind betreuen. Ja, wir haben noch lange gemalt. Und noch mal, damit Leute wissen, dieser Kurs ist in Pre-Order. Es ist nicht jetzt verfügbar, wenn ihr das kauft jetzt. Ihr habt einfach fast halbe Preis weg. Nur das ist dieser Vorteil. Und anderer Vorteil ist, er motiviert mich, schnell Voice-Over zu machen. Ja. Okay. Genau. Und egal, ob 2 Monate, 6 Monate oder für immer, die Vorverkauf ist günstiger. 40% Rabatt, das ist schon, ich glaube, 10 für 7 Stunden und halb Content. Ja, okay, danke schön. Danke, Julia, dir wirklich vielen Dank. Du hast, ja. Sehr gern. Sagt Sally noch auf Wiedersehen? Ja. Auf Wiedersehen, Sally. Tschüss, Leute. Habt einen schönen Abend. Ja, schönen Abend. Und Kinder sind auch hier. Okay, komm. Bis zum nächsten Mal. Alle sind hier. Islam, komm du auch. Kann man Nabi sehen? Nein? Oh. Ja, doch. Ja. Sind alle hier. Bye, Leute. Bye, auf Wiedersehen. Bye, bye.